Hey, hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwoch. Ja, das ist der Vorteil, wenn man eine leichte Übersicht hat, dann kann man wenigstens gucken, wo man ist. Heute soll es mal um Tierfutter gehen. Also, ihr wisst ja, ich habe Leo, meinen kleinen Hasen, der mein totaler Sonnenschein ist und die Liebe meines Lebens gerade. Die anderen Hasen waren auch schon die Liebe meines Lebens, aber er ist es eben jetzt. Und Leo kriegt von mir nur Bunny. Also das ist eine Firma, die machen unglaublich gutes Futter. Da ist kein Zucker drin, da ist keine Luzerne drin, da sind Kräuter und Vitamine, also da sind Mineralien drin, die da jeder Hase braucht. Und vor allem ist es abgestimmt auf, da gibt es Bunny Young, Bunny und Bunny Senior. Das ist dann wirklich was der Hase braucht in jeder seiner Lebenslagen. Und jetzt habe ich halt mal, weil der Leo jetzt 3 Jahre alt ist und ab 6 soll man uns füttern, habe ich mal mir so gedacht, gucke ich mal, wo ich das denn herbekomme. Und bisher stellen meine Mom und ich immer sein Futter bei Zoo Plus, weil da kostet es einfach viel weniger. Früher haben wir es immer beim Dehner gekauft, da kostet aber jetzt inzwischen ein Päckchen mit 1,5 Kilogramm 12 Euro. Während beim Zoo Plus ein Päckchen mit, bei uns zumindest, also kann sein, dass es bei anderen Dehnern anders ist, aber bei unserem Dehner kostet es halt so viel. Und das ist bei Zoo Plus kostet dann ein 4-Kilo-Sack 19,99 €. Und das ist dann ein Unterschied von 7,99 € und da ist aber viel mehr drin und da zahlst du dann viel weniger sozusagen. Wenn du dann zwei, zum Beispiel jetzt 2 Säcke vom Kleinen kaufst, bist du bei 24 oder eben bei 20. Ich bin mir nämlich gar nicht mehr sicher, ob es schon auf 12 hochgestiegen ist oder nicht. Also ich habe es vor kurzem bei 12 mal gesehen und habe gedacht, Ja, und deswegen haben wir uns dann entschieden, direkt Zoo Plus zu bestellen. Aber Zoo Plus hat leider Gottes kein Bunny Senior. Und da bin ich für mich persönlich dann gespannt, wie ich das dann mache. Ich überlege, ob ich jetzt Zoo Plus einfach mal eine Nachricht schreibe, ob die das ins Programm aufnehmen, weil sie haben Bunny Junior und Bunny und dann fehlt da echt nur Bunny Senior. Könnte man mal drüber nachdenken. Ja, das schreibe ich mir ganz kurz auf. Entschuldigt. Tut mir leid, das war jetzt gerade. Das ist so eine Idee, die mir jetzt gerade gekommen ist. Weil ich habe jetzt momentan stand gerade mal die Chance, es beim Däner zu bestellen. Da kostet es dann, glaube ich, so auch um die 12 Euro rum. Könnte auch sein, dass das mit den 12 war. Weiß ich nicht. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich das mache dann. Weil es ist mir irgendwie doch so ein bisschen teuer dann. Aber wenn er es braucht. Ja, aber es ist manchmal teilweise richtig schwer, gutes Hasenfutter zu bekommen, weil Vitakraft ist da total der Platzhirsch und die haben ja das schlimmste Futter. Also bei Gott, wenn ihr Hasen habt, gebt ihr nie Vitakraft, weil da ist Zucker drin und Luzerne, gefühlt nur der Abfall von irgendwelchen Sachen. Also das ist echt kein gutes Futter. Und ohne Witz, vor Jahren hatte ich einen Hasen, der hieß Schnuff. Nee, es war der Chip, Entschuldigung, Chip. Und dem haben wir Vitakraft gefüttert. Und da hat der Arzt zu mir damals gesagt, ich habe hier gerade eine Pflege, übrigens. Ja, es könnte sein, dass der Hase gestorben ist, weil das Futter zu schlecht war. Und das war dann schon so ein bisschen hart. Und dann hat man halt noch Isa, die war ungefähr, die ist dann, damals war die schon da. Und Isa hatte halt Bunny und der haben wir dann Bunny gegeben und die ist von den Hasen bisher am ältesten geworden. Hat dann aber leider eine Allergie gegen Bunny entwickelt. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwas war drin, was sie nicht vertragen hat. Und da hat sie immer so ganz, ganz wunde Pfoten gehabt. Und das war, dann haben wir ja auch dann leider Gottes anderes Futter geben müssen. Und ja. Ja, aber Leo, der kriegt jetzt von klein auf, kriegt der Bunny und der verträgt es auch gut. Und ich werde den auch weiterhin mit Bunny füttern. Das zeigt echt gut. Entschuldigt.
Ja, vor kurzem habe ich dann, weil es gibt auch bei Bunny noch so probiotische Dinge, also für den Magen-Darm, und die fördern auch den Fellwechsel. Und die wollte ich dann haben. Und ich sag euch jetzt ohne Witz, die gab es weder beim Däner noch beim Fressnapf noch beim Zoo Plus. Und am Ende habe ich es dann bei Amazon gefunden und da war es dann auch sehr teuer. Und das fand ich dann ehrlich gesagt schon ein bisschen doof. Und da muss ich dann auch schon für mich auch überlegen, weil. Ja. Aber klar, es ist schon Spezialfutter und es kostet mehr und es soll es einem schon wert sein. Aber da ist jetzt auch so wenig drin in den Dingern. Also. Nur mal sehen. Naja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.retour@outlook.com. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!